Ein Gruß geht raus an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Notruf 112. Hier ist euer Officer, nein, nicht der Officer Knallfinger, der Feuerwehrmann Knallfinger. Und es gibt eine neue Demo. Es gibt Performance-Verbesserungen, als auch gab es ein paar Patches für die Leute, die Probleme hatten mit der Demo. Wenn ihr wissen möchtet, womit ihr runterladet, ist überhaupt korrekt, das Deutsch, nein, runterlädt. Oh, ein Satz. Dann checkt den Link in der Videobeschreibung. Falls ich den vergessen habe reinzupacken, schreibt es in die Kommentare. Wir, Achtung, Gong, Achtung, Durchsage. Achtung. Brandschutz. Containerbrand. Einsatz für TLF 2. 1-2, rein in die Karre, auf geht's. Was ich heute vorhatte, ist natürlich ein Brandlöschen, logisch, wir sind die fucking Feuerwehr. Guck mal, wie die Tür aufschleudert, als wäre Superman. Und, oh, ich wusste gar nicht, dass wir hier gerade... Ich hab gedacht, wir hätten Originalfahrzeuge hier. Haben wir wohl nicht. Rinn in die Karre. Und Martinshorn an. Oh mein Gott, das wird laut, Leute. Tatüter, komm, mach die Tür zu. Auf geht's. Genau. Mittlere Mausrad drücken ist an sich... Ja, guck mal, Leute. Danke erstmal für die ganzen Ratschläge. Mittlere Mausrad war eben freie Sicht. Oder dies... Boah, Alter, das ist laut. Und hier rechte Maustaste ist drehen. Wow, ist ja wie in GTA hier. Guck mal, ich kann sogar unter das Auto gucken. Wie geil ist das denn? Wir fahren zum Einsatz. Machen voll den Megalärm hier. Sag bitte nicht schon wieder, dass die Container da hinten brennen. Naja, immerhin, das ist da. Wow, guck mal. Geht ja bis an die, Anführungszeichen, Decke. Irgendwas stimmt doch hier auch nicht, ey. Ja, Mission starten, auf geht's, Leute. Wir sind mittendrin statt nur dabei. Hol mal einen Schlauch raus, Kollege. Lass mal hier raus aus dem Auto. So, danke nochmal auch an die ganzen Leute, die mir erklärt haben, was hier alles drin ist. Ich finde das super cool, dass ihr mir erklärt habt, was zum Beispiel PA ist. Pressluftatemgerät oder was auch immer das war. Ich habe es schon wieder vergessen, aber PA war geil. Jetzt ziehen wir einfach alles raus hier. So, der Kollege, ich ziehe meinen Kollegen raus. Ah, komm hier. Wo ist denn mein Schlauch, Mann? Ich will ja löschen, Leute. Hier, wir nehmen mal den C-Schlauch. Den C-Schlauch, den lege ich jetzt einfach mal direkt hier zu meinem Kollegen. Dass er ein bisschen was zwischen den Beinen hat. Und wir holen uns hier oben den super krassen Schnellangriffsrohr. Das holen wir uns raus. Laufen einmal rum. Guck mal hier, ist ja 360, 720. Ich mache noch ein bisschen skillmäßig ein paar hier Sachen. Und renn hier rüber. Ihr seht krass, wie es brennt. Wir fangen mal von oben an zu löschen. Mal gucken, aus welcher Entfernung kann ich denn eigentlich so einen Brand löschen? Ich bin mal sehr gespannt. Also wir haben ordentlich Druck auf der Leitung, wie ihr seht. Ich stehe auf der anderen Straßenseite. Gucken, ob das effektiv ist. Ralf benutzt Feuerschlauch. Ein wildes Feuer erscheint. Guck mal, nicht auch über den... Ah, komm, oh, das verschwindet einfach, okay. Ich hab mal, kann ich über den Feuerwehrwagen hier... Achtung, Kollege, es wird ein bisschen nass, okay, ich hau auf. So, wir gehen mal hier rüber. So, let's shock to the fire. Ah, ich glaube, ich muss im Kreis... Guck mal, ich muss im Kreis stehen, damit das Feuer überhaupt erst ausgeht, jetzt verstehst du. Schade, dass die Sachen, die auf dem Bildschirm stehen, nicht auch synchronisiert sind. Würde ich mir wahrscheinlich totlachen. Wow, dieses Dead Feuer, Alter. Guck mal hier. Voll krass, Mann. Das ist alles nur so eine Papiertonne. Bei mir sind die blauen Tonnen Papiertonne, ja. Also in Bayern zumindest. Ja, was ist denn hier los? Warum haben wir denn hier noch so eine... Was ist denn das für ein... Ach ja, übrigens, Grüße gehen raus an die Jungs, die sich bei der Freiwilligen Feuerwehr oder bei der Feuerwehr meine Videos reinziehen. Und immer sagen, was hat denn der Ralf in dem Einsatz falsch gemacht? Ich finde das super witzig. Grüße gehen an euch raus. Hallo, hör mal auf zu brennen jetzt hier, die Tonne. Also die brennt schon gar nicht mehr. Es ist einfach nur hier... Ja, nee, ist nicht. Ne? Ist einfach hier... Ist kein Feuer oder so. Ist ein... Kennt ihr diese Effekte, die es im Norden immer gibt? In der Erdhemisphäre, diese Polarlichter. Genau sowas haben wir auch neben der Mülltonne. Wir haben einfach Polarlicht hier. So, der Schlauch, ich habe den immer wieder ordentlich verteilt, so wie man es von mir kennt. Hast du... Ah, guck mal, der hat den Schlauch schon wieder weggebracht, den ich hier rausgepackt habe. So, Rinder in die Bude. Wir wechseln mal die Einsatzkraft. Und zwar will ich der Maschinist sein, weil ich habe nicht was vor. Rein mit dir, komm. Steig jetzt ein, sei nicht so zimperlich. So, wir machen das Martinshorn mal an. Aus. Danke. Oh, Ego ist natürlich auch ganz geil so, ne? Muss ich schon sagen. Gefällt mir ganz gut. Und zwar fahren wir mal darüber. Cruisen mal ein bisschen durch die Gegend, durch unsere Hood. Und ich bin mal sehr gespannt.
sollte eigentlich funktionieren. Ich möchte nämlich mal ein bisschen so außerhalb dieser Karte mich bewegen. Und dazu muss ich, glaube ich, nur hier an der Wand parken. Und aussteigen. Ja, super. Nee, jetzt stehe ich auf dem Feuerwehrfahrzeug drauf. Ein bisschen verkackt, würde ich sagen. Rein da in die Karre. Ah, shit. Nein, oh Gott, was habe ich denn jetzt an? Oh, jetzt habe ich mein Atemschutzgerät an. Shit. Okay, Einsatzkraft wechseln. Wir gehen mal zurück zum Truppenführer. Truppenführer, fahr mal du die Karre weiter. Super, das nicht mehr der Truppenführer kann. Kann ich hier irgendwie an der Seite rein? Ah, doch, hier, guck mal hier. Easy. Weiß noch nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich steige auf jeden Fall gerade ein. Komm, fahr weiter. Fahren, fahren. Warum ist denn... Ich kann nicht fahren. Ich kann... Ah, Leute, ich kann nicht fahren. Was ist da los? Ich glaube, ich bin unfähig, als Einsatz- oder Truppenführer hier zu fahren. Steigen wir mal wieder aus. Und stehen wieder auf dem Auto drauf. Sehr gut. Wir wechseln dann mal wieder die Einsatzkraft. Gucken, was der Kollege da oben macht. Der bleibt einfach stehen. Das ist soweit auch in Ordnung für mich. Wenn es ihm da oben gefällt. Wir steigen mal wieder durch die Frontscheibe ein. Scheiße, es geht... Ja, doch hier, oder? Hier war eh... Nice. Komm, bitte lass mich jetzt weiterfahren. Let's do this. Oh nein, ich kann nicht mehr fahren, Leute. Ich habe das Auto kaputt gemacht. Motor. Ne, es geht auch gar nichts mehr. 1, 2, 3 hier. Keine der Tasten funktioniert. Ein- und aussteigen kann ich. Aber jetzt stehe ich ja mit meinem Kollegen hier oben. Das haben wir sehr gut gemacht. Wir haben ein schönes Bild hier oben, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir fahren mal kurz zurück und checken die Lage aus. Und ja, mal gucken, ob wir dann, gleich hier durchkommen. Alter, was ist denn das für eine Optik hier? Demo Ende. Voll krass. Mülheim an der Ruhr. Da sind wir wieder. Da ist mein Kollege und ich. Warte mal, ich will ja Maschinist sein. Auf geht's. Ich will das Feuerwehrfahrzeug fahren. Gib mal Gas. Warte auf weitere Anweisungen. Komm, wir brauchen einen Einsatz. Irgendwo muss es brennen. Stopp, stopp, stopp. Komm. Komm, Kollege. Wir gehen schon mal zum Auto. Wir haben keine Zeit zu verplempern hier. Kommt bestimmt gleich ein Einsatz. Ich hab's im Urin. Ich stell mich schon mal ins... Ich gehe schon mal ins Auto, okay? Ich fahre einfach schon mal vor. Ah, siehst du? Und schon ist er da. Schon ist er da, der Einsatz. Achtung, Brandschutz, Containerbrand, Einsatz für TLF-2. Geil. So, der Kollege muss leider hinterherlaufen, der ist zu spät. Komm schon, komm, lauf, Kollege, lauf. So, den Brand werden wir aber ein bisschen ignorieren. Das Blaulicht machen wir an, weil wir sind ja Feuerwehr. Ich hoffe, es gibt später in der Version auch... Tag, Nacht, Regenwetter und so weiter, Blitz und Donner, das wäre schon sehr geil. Und vielleicht bessere Grafik und eine komplett neue Engine. So, wir werden mal hier... Ah, Vorsicht, im Einsatz nicht gegen andere Fahrzeuge fahren, sonst gibt es hier Karambolage. So, ich hoffe, dass ich jetzt nah genug hier dran stehe an der Wand, um hier mal rauszubuggen. Stopp, bleib stehen. Bitte, bitte aussteigen. Sehr gut. Das haben wir geschafft, Leute. Wir sind auf der anderen Seite der Map. Sehr gut. Ich bin super begeistert. Jetzt joggen wir mal ein bisschen lang. Ich glaube, es gibt auch irgendwo eine Autobahn, ne? Aber schneller laufen, als das hier ist nicht. Das ist ein bisschen traurig. Aber zumindest habe ich... Ego-Perspektive. Leute, Ego-Perspektive. Ich bin begeistert. Bin mal auch gespannt, ob es für dieses Game später mal Cheats geben wird oder irgendwelche Hacks oder sowas. Vielleicht gibt es ja auch schon für die Demo. Ich habe zwar noch keine gesehen. Was mich ein bisschen irritiert ist, warum haben die den Demo-Bereich so beschränkt, wenn es hier draußen noch so viel zu sehen gibt? Und ich meine, warum gibt es nur zwei Container, die brennen? Hätten die nicht so ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen können? Aber ich glaube, es ist auch eher so eine Tech-Demo als wirklich eine Demo, die man letztendlich krass spielen kann. Ich glaube, hier vorne haben wir, so wie es aussieht, ein Autobahnschild. Dieses verwaschene Ding da vorne, was aussieht wie... Nee, es ist kein Autobahnschild, es ist nur Werbung. Aber Leute, immerhin Werbung. Wir sehen Werbung. Oh, guck mal, hier ist ein neues Gebäude. Das kann ich noch nicht. Achtung! Mann, ey, diese Autos immer hier. So, wir erkundschaften mal dieses Gebiet. Guck mal, der Wiener King. Na, da waren sie mal kreativ. Und bei Technik, die gibt es 3% Rabatt auf Technik. Natürlich gibt es 3% Rabatt auf Technik. Wer hätte das gedacht? Okay, was ist... Das ist der Neptun, der Saturn also. Oh Gott, also ganz ehrlich. Achtung, bitte mal kurz anhalten, das Fahrzeug hier. Stopp, stopp, bitte warten Sie. Halt. Mal bitte mal anhalten. Ich würde gerne den Führerschein sehen, Fahrzeugpapiere. Ich bin von der Feuerwehr, ich darf das. Ich darf Ihr Auto einfach wegschubsen. Haben Sie jetzt, stellen Sie sich nicht so an hier. Nein, Sie hören Sie jetzt mal auf zu blinken hier. Komm, genau. Sie gehen jetzt mal, fahren Sie mal hier auf den Bordstein. Und jetzt ist hier Schluss mit lustig. Sollen Sie auch mal anhalten hier? Stopp, stopp, stopp. Oh. Kein Respekt hier vor der Feuerwehr. Kein Respekt. Oh, jetzt ist er wieder weg.
So, das nächste Opfer hier. Schönen guten Tag. Ich bin von der Feuerwehr. Bitte mal stehen bleiben. Ich finde es auch geil, wie die einfach dann so hilflos nach hinten fahren. So, als ging ihnen gar nichts mehr. Als wäre einfach, als hätten die noch nie vorhin Feuermann gesehen. So, sie von der Seite. Okay. Vorsicht, der LKW sind mal bitte stehen bleiben hier. Herr MAS. Achtung. Ja, bitte mal kurz ein Stück zurückfahren. Das ist nett von Ihnen. Oh, der will, guck mal, der will ein Battle. Hier rechts die Hütte ist aber nice, oder? Oh, jetzt haben wir eine Karambolage. Deswegen haben die... Vorsicht, hier hin, bitte mal, Vorsicht. Oh, jetzt haben sie eine Kollision. Jetzt haben sie eine Kollision. Das ist natürlich sehr schlecht. So, und sieh mal bitte auch... Pass auf, jetzt biegt er gleich wieder nach links ab. Also von unserer Seite nach links. Irgendwie zweimal anschubsen und dann geht's nach links für das Fahrzeug. Dann ist vorbei. Ja, genau. Sieht er jetzt, fährt er wieder darüber. Ja, macht super viel Spaß, hier Fahrzeuge zu schubsen. Ist wahrscheinlich genauso cool wie Brände löschen gerade. Ich habe mir jetzt gedacht, die Kollisionsabfrage möchte irgendwie was Lustiges, aber nein, die sind einfach nur hier am Rum. Ich kann die immer noch rumschubsen. Auch das ist auch super spooky, oder? Wenn ich die Kamera so umdrehe. Warte mal. Am Auto stehe. Den schubsen wir noch immer an den Baum, genau. Wenn jetzt hier rangehe, seht ihr das? Wie ich da durch meinen Kopf durchgucken kann? Wo war da? Oh, und das Fahrzeug ist weg. Na, ich würde sagen, wir haben das mal ausprobiert. Waren hier draußen. In der nächsten Folge können wir mal die Autobahn suchen. Die gibt es ja auch noch irgendwo. Das Blöde ist nur, dass ich hier halt zu Fuß unterwegs bin und das alles ewig dauert. Im Übrigen, ich hasse Birken, weil ich allergisch drauf bin. Wenn es euch gefallen hat, lasst mich wissen. Schreibt es mir in die Kommentare, was ich beim nächsten Mal machen soll. Ein Like würde mich sehr freuen. Und ja, teilt doch die Folge mit euren Freunden, Twitter, Facebook, whatever. Würde mich tierisch freuen und danke für eure Unterstützung. Das war's dann für heute bei Notruf 112. Macht's gut. Peace out.